Willkommen zurück zu Gags 64. Und wir gehen noch einmal ins Scream TV hinein und holen uns die dritte rote Fernbedienung. Im letzten Part haben wir einen Computer vor allem besucht, einen von innen. Aber ich als IT-Spezialist kann euch sagen, so sehen Computer von innen nicht aus. Und diese rote Fernbedienung ist relativ einfach zu holen, da wir im letzten Part ja schon alle weißen Fernbedienungen uns geholt haben. Ja, ich bin auch glücklich. Warum auch immer ich die gerade eingesammelt habe, ich weiß es auch nicht genau, welche Tür die richtige ist. War es die hier vielleicht? Ja, kann sein. Stimmt, da bin ich ja runtergefallen. Hi. Aua. Oh je. Stirb. Hat er hör auf gesagt? Hör auf! Und schau. Wow, voll gruselig. Komm schon, Gex. Ein paar Meterchen fehlen noch. Wie? Ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin ein Depp. Nein. Das gibt's doch nicht. Kann ich die überhaupt so angreifen mit dem Weitsprung? Ich war mir sicher, das geht. Ah, halt die Klappe. Gex, fall mir da nicht runter. Ich weiß nämlich nicht, wieso du da schon wieder an jemand gestoßen bist. Hau ab. Du Idiot! Das hat mir getan, du Depp! So, das hast du davon. Jawoll! Ist die Fliege da gerade weggeflogen? Wieso ist die Fliege gerade weggeflogen? Habt ihr das gesehen? Also, dieses Spiel betrügt mich. Und Betrug kann man anzeigen, das wisst ihr. Ja. Nein, tue ich nicht. Wenn ihr das jetzt gedacht habt, was ich denke. Oh. Ja, einmal ins Schienbein treten. Nicht schon wieder, nein! Was ist denn los? Wieso? Es hat doch immer so gut geklappt. Ich habe zwar viele Versuche, aber... Nö. Das gibt's doch nicht, Mann. Wieso machst du den Weitsprung nicht, Gexilein? Ja. Kung Fu. Ich versteh tatsächlich. Hör auf. Dein Schwanz hinten ist nicht gerade sehr interessant. Du könntest ihn mal wieder duschen. Geckos sind nie sauber. Und du bist auch nicht ganz sauber im Kopf. Ah, oh oh. Das kann ich auch. Okay. Jetzt müssen wir auf diese spitzigen Viecher aufpassen. Denn ich will sie immer noch nicht begegnen. Oh oh, das war knapp. Was sind das überhaupt für Dinger? Haben die irgendwas Gruseliges an sich, dass die hier in diesem Level ausgerechnet erscheinen? Bin ich hier richtig? Yeah. Now who would live in a room like this? Komm schon, Gex! Halt dich fest. Thank you, Electronic Man. Okay. Au! Hallo. Nimm den Rest in Peace Kapstein mit. Oh Mann, da sollte ich jetzt besser nicht runterfallen. Volltreffer. Kann man da rein?
Tatsache. Wieder so ein Secret in der Wand. Und mir fällt auf, wenn du ganz weit weg bist, hast du ja gar keine Zehen mehr. Lol. Hilfe! Ein Henker verfolgt mich! Jetzt! Nein! Gut. Scream TV abgehackt. Und als nächstes würde ich sagen, wir machen erstmal ein paar Bonus-Level. Denn danach können wir uns dann an den Endboss ranmachen, denn wir haben jetzt hier alle Level abgeschlossen. Natürlich haben wir noch die eine weiße Fernbedienung da, ein Zirkelzentrum vergessen, aber wie gesagt, ich hole ihn ja offscreen. Ja, da war dieser Bonus-Level. Finde die Totenköpfe rechtzeitig. Okay. Die Zoomens Touch? Was? Was willst du mir damit sagen, Lex? Das war definitiv schon mal die falsche Tür. Aber das war richtig. Soviel ich weiß, gibt es da... Jetzt seht ihr, was ich meine. Ich hasse diesen Bonus-Level. Aber ich glaube, da über den Ohrturm hier kommt man darauf. Denn da ist, glaube ich, so ein... Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, dass es hier so ein Secret-Raum gibt. Da. Da sollen wir natürlich nicht drauf. Aber das war richtig. Was ist da drin? Na super. Vor allem das Zeitlimit ist ja das größte Problem hier. Let me guess. Lol. Your parents don't understand you. Was? Ganz ruhig, die Eltern sind ja bei dir. Was meint er etwa damit? Die zockenden Kinder sollen ja keine Angst haben, weil die Eltern ja da sind. Was ist da drin? So eine breite, auffällige Tür beherbergt nichts. Das ist eine Falle. Auch das ist falsch. Aber hier ist richtig. Hier. Und irgendwie sieht die da rechts auf dem Bild jedes Mal irgendwie wie Dexter aus. Jack und Dexter aus. Findet ihr nicht auch? Oh, hier ist ein Secret Room. Hier bekommen wir ein extra Leben. Oh oh. Dass du mir da jetzt nicht runterspringst, Gex. Okay. Welcher Eingang ist jetzt der richtige? Perfekt. Oh nein! Na gut. Vielleicht ist ja doch gut, dass wir da runter sind. Und jetzt wird's richtig assi, sobald ich alle Totenköpfe habe. Denn dann müssen wir einen Raum suchen, in dem sich die restlichen Totenköpfe befinden. Ich meine, wo sich die weiße goldene Fernbedienung sich befindet. Und die Frage ist jetzt nur, wo sind die restlichen Totenköpfe, hä? Habe ich irgendwo was verpasst? Komisch. Da war noch welche. Und ich habe nur noch 45 Sekunden. Nein! Verdammt. Komm schon, Gex. Ein Tür, bitte. Ach komm! Bitte. Wenn dieser Weg schon falsch ist, dann kann ja nur der ja richtig sein. Jawohl. Und das sind ja die letzten vier Totenköpfe. Oh nein, jetzt darf ich diesen dämlichen Raum suchen. Hoch, was war das eben? Habt ihr es gerade gehört? Mein Wecker hat irgendwie sich gerade selbstständig gemacht. What the fuck? Also jetzt bekomme ich wirklich ein bisschen Angst hier. Wir sind hier in einem großen Level. Und meine Uhr macht sich selbstständig hier. Ihr habt doch das Piepsen gehört, oder? Oder habe ich es mal eingebildet? Und der Wecker steht Kilometer weit von mir entfernt. Nein! Wo ist die Fernbedienung, Mann? Nein! Nein! Wo ist die Fernbedienung? Scheiße. Nein! Wir dürfen das Ganze nochmal machen. Tut mir leid.
Deswegen hasse ich diesen Bonus-Level so sehr. Das ist der mit Abstand schwierigste. Finde die Togenköpfe rechtzeitig, ich weiß. Alles klar. Oh. Wo war nochmal der Weg nach oben? Jawohl. Ja, ja, mach nicht so einen Lärm, Gex. Es reicht ja schon, wenn meine Uhr sich selbstständig gemacht hat. Aber ehrlich, das ist schon ein bisschen creepy, dass meine Uhr einfach piepst. Ohne Grund, das tut sie ja normalerweise sonst nie. Und hier im Raum ist niemand außer mir. Ich bin ganz allein. Und es ist dunkel draußen. Und ich finde den Weg nach oben nicht mehr. Na klasse. Alter! Jetzt streng dich doch mal an, Gex. Let me guess. Your parents don't understand you. Ah, das war richtig. Ich wünschte nur, ich würde jetzt den richtigen Weg finden. Da ist richtig. Alles klar. Richtig? Nö. Ja, aber das war richtig. Oh, komm schon. Gut gemacht, Gex. Ja, und hier ist nur dieser Raum mit dieser Glotze drin, aber das ist der falsche Raum. Okay. Ist das der richtige Weg? Ja. Oh nein! Nicht schon wieder. Komm schon, Gex. Sammle die Schädel ein. Ach, gerade noch gut gegangen. Einmal runter, genau. Ich brauche diese Schädel hier noch. Okay. Ich will mal sagen, wir haben jetzt den ganzen Rest gesichert. Oder? Wo ist der ganze Rest? Ich finde keine Schädel mehr. Wo sind sie denn nur hin? Da. Jetzt habe ich 1 Minute und 5 Sekunden Zeit, diesen dämlichen Raub zu suchen. Finde die goldene Fernbedienung. Das ist falsch, Gex. Und das war auch nicht richtig. Ich finde diesen ekligen Raum nicht. Der ist einfach so gut versteckt. Das kann ja nämlich theoretisch jede Tür hier sein. Ach komm. Ich will auch rauf. Rauf. Habe ich gesagt. Thank you, Electronic Man. Gern geschehen. Ganz oben vielleicht? Mm-mm. Hier auch nicht. Dann hier entlang. Gut. Und da geht's, glaube ich, nach ganz oben. Oder? Ich bin ja immer noch nicht ganz oben. Wow, wieder so ein Raum. Ich nehme das trotzdem mal mit. Oh Gott, nein. Gut, dass du das gemacht hast, Gex. Jetzt wird's richtig, Assi. Falsch. Falsch! Nein! Das gibt's doch nicht! Bitte, ich will den Raum finden! Oh Gott, ja! Hol dir die Fernbedienung, bevor es zu spät ist! Yes! Gut gemacht, Gex. Du hast dir einen Keks verdient. Auch wenn die goldene Fernbedienung nichts nützt, aber es ist ein Statussymbol. Ja. Sofort speichern. The data saved. Dann auf zum nächsten Bonuslevel. Das da haben wir ja schon gemacht. Ein Bonuslevel haben wir ja noch. So viel ich weiß. Ja, da. Into Eggnet. Im geraden Netz. Oder? Oh. Wir dürfen als Polizist rumlaufen. Die Musik ist geil. Wir müssen also 50 Polizeimarken einsammeln. Oh mein Gott, da liegen tote Leute rum und das ist ein Kinderspiel. Shit. Hallo. Sowas ist nichts für Kinderaugen.
okay. Aber das hier ist wenigstens nicht so schwer wie dieser Donnerstag, der 12. Level. Hallo. Okay. Ich liebe die Musik. Ich will darauf. Das klingt irgendwie ein bisschen wie Bad Boys, findet ihr nicht auch? Vielleicht soll es ja eine Anspielung darauf sein, dieser Song. Und das war falsch. Da komme ich nicht drauf. Noch eine Polizeimarke, genau. Schauen, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Nö. Nichts Interessantes, außer der Sackgasse. Und hier bebt gerade alles. Das heißt wohl, dass hier gerade irgendwo eine U-Bahn vorbeifährt. Okay. Wir haben schon so gut wie die Hälfte hinter uns. Warum sieht Gex als Polizist eigentlich so kreidebleich aus? Guckt ihn doch mal an. Der ist so kreidebleich. Warum denn? Irgendwie komisch. Oh, da ist gerade eine U-Bahn vorbeigefahren. Oder sie tut's noch. Oh mein Gott, von diesen Dingen sollte man sich nicht umfahren lassen, sonst ist man instant death, wenn man Pech hat. Halt die Klappe, Kamera. Okay. Hui! Aber so wie es aussieht, habe ich hier schon alles gesammelt. Oder? Nö, hier gibt's ja noch was. Okay. Was soll das? Du hättest da nicht runterrutschen dürfen. Dann gehe ich mal auf der Seite nach oben. Nach oben. Da war ich zwar auch schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon war. Ah doch, da war ich schon. Hey, wie kommt man da rauf? So vielleicht. Könnte klappen. Und das tut es auch. Okay. Und wiehihihi! Uns fehlen nur noch 5 und ich weiß auch, wo sie sind. Nämlich dort oben. Ah, Gex, spring bitte vernünftig darauf. Also, man erkennt hier leider absolut gar nichts. Und das sind die letzten Polizeimarken. 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Extra Leben und ich... hoffe mal, dass ich den richtigen Zug finde. Ich hoffe, ich finde den richtigen Zug. Ich habe nicht nur noch 13 Sekunden Zeit. Oder 12. Scheiße. Nein. Komm schon, Gex. Hol dir die Fernbedienung. Boah. Daumen hoch dafür. Gut gemacht, Gex. Jetzt können wir uns ja an den Endboss ranmachen. An den nächsten. Diesen komischen, fetten Schweinkoder. Wortwörtlich denn, das ist halb Schwein, halb Kuh. Dieses Viech, gegen das wir jetzt antreten werden. Wo bist du? Da. Wenn man dagegen tritt, sagt er noch irgendwas. Was? Hier lebt jemand allein? Das habe ich zumindest gerade verstanden. Okay. Dann wollen wir mal diese Schweinkuh besiegen. Mushu Pork. Drücke den Schalter. Was gibt's da zu lachen? Du siehst seltsam aus. Okay. Heppa. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Da läuft ein Skelett rum. Ah! Ofen, diesen Stromschnellen sollte man sich hier nicht berühren lassen. Und wir sollten uns beeilen, bevor er den Schalter vor uns erreicht. Au! Ja, jetzt seht ihr, was passiert. Schnell. Der ist sonst noch vor mir da. Und dieser Endgegner ist einfach. Einmal muss ich ihn noch treffen.
Das ist nicht witzig, du Schweinskuh. Oh nein! Zurück den Schalter! Yes! Erledigt! Damit können wir nun offiziell in das nächste Gebiet fortschreiten. Mushu Park complete. Aber weil der Part zu kurz ist, spielen wir noch ein Level und machen noch eine rote Fernbedienung mindestens. Ja. Wir haben sogar zwei Gebiete freigeschaltet und ich würde vorschlagen, wir machen das grüne Gebiet zuerst. Also 14 Fernbedienungen hat man da braucht, mal reinzukommen. Interessant. Gexhiller gegen Mecharis. Da kommt was auf uns zu, das kann ich euch gleich sagen. Ja, und hier kann ich euch auch noch was erzählen, denn hier in der PlayStation 1 Version, ich spiele die N64 Version, also in der PlayStation 1 Version sind hier drei Level. Da ist mich hier noch so ein Scream TV Level, aber dieses Level war etwas zu viel für die N64, zu viel, ich weiß. Und ich würde vorschlagen, wir gehen... Wir gehen in den prähistorischen Kanal. Da geht's nämlich in die Steinzeit. Achte auf die fallende Lava. Okay. Das sollte machbar sein. Warum hast du einen Knochen durch die Nase? Bist du Medizinmann oder was? Out! Stirb! Ey! Ja, guck mal, wer da ist. Da ist ja mein Vorfahre. Wow. Gex-Max Food. Hört sich ja appetitlich an. Ich möchte da nur rauf. Ah. Diese Fähigkeit hier hat genau dieselbe Wirkung wie die Feuerfähigkeit. Also so ähnlich. Ich glaube nämlich... Ja doch, damit kann man nämlich so einen Eisring bilden. Obwohl, dieser wirkt nichts. Egal. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir alle Collectibles hier noch erhalten würden. Seht euch doch mal die ganzen Höhlenmalereien hier an. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier ist fallendes Lava. Oh, oh. Auch wenn wir noch unbesiegbar sind. Wir sind ja feuerresistent. Das heißt, wir könnten theoretisch in die Lava springen. Oh, netter Kalender. 300 vor Christus. Interessant. Oh oh. Die Fähigkeit ist weg. Ab jetzt verlieren wir wieder Leben. Ah, Mist. Ich wünschte, wir wären ja endlich am Ziel. Wow. Wir könnten noch eine Mission machen. Und das machen wir jetzt auch. Okay. Controller Pack. Und wir gehen nochmal rein, okay? Wenn etwa noch die weiße Fernbedienung finden würden. Vorsicht vor den Dampfventilation. Für mich sieht das aber eher wie Feuer aus. Der ist ganz einfach. Was? Also ich verstehe nicht, was Gex das sagt. Oh oh. Du Gex-Vorfahre mit einem abgetrennten Schwanz. Tut das nicht weh? Einmal Unbesiegbarkeit, bitte. Okay. Feuerresistenz. Ja, die lässt nach, wenn man in die Lava springt. Leider. Alles klar. Ein extra Leben. Wir haben schon 47. So viel hatten wir noch nie gehabt, glaube ich. Oh nein, nicht fallen lassen. Was?
Okay. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich finde irgendwie den Weg nicht mehr. Wir fahren hier doch schon, hä? Also ich verstehe das nicht. Wo ist denn der andere Weg hin? Na, klasse. Nein! Ich hab mich verlaufen. Tot. Stirb! Es gibt hier mehrere Wege, aber ich sehe irgendwie nur einen. Ach, Moment mal. Da geht's ja weiter. Ich Dummerchen, sorry. Boah, komisches Viech. Der jubelt ja, wenn er stirbt. Das ist irgendwie voll komisch. Wer wollte nicht schon immer jubeln, wenn er krepiert? Checkpoint. Sehr gut. Oh, die zwei roten Fernbedienungen sind so nah, aber wir können da nicht einfach hochspringen, leider. Schade. Au! Und jubeln! Wieso jubelt er, wenn ich den töte? Ist das so toll? Und... Geronimo! Rauf, 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 rauf! Nein! Boah, nicht runterfallen. Töte diesen Fake-Gex hier. Boah. Stirb. Wo geht's jetzt heute? Da runter, oder? Ja. Wir sind schon am Ziel. Unglaublich. Und es soll's für heute gewesen sein. Okay. Wenn euch dieser Part gefallen hat und ihr noch mehr von Gex sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert das Glöckchen und teilt mit euren Freunden. In diesem Sinne, ciao!